Hallo und schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur liebliche Begleiter im Alltag, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Und was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt, erzähl mir mal was über dich. Wie siehst du eigentlich aus? Du kannst sehr abschätzig sein, die Frage. Ich bin, würde sagen, so. Dann verrätst du mir doch mal deinen Namen schnell. Natürlich, wie immer. Ja, das ist eigentlich relativ klar, wie mein Name ist. Wenn man in der Let's Plays guckt und wenn man den Kanalnamen sieht, der weiß es sowieso. So, ja, dein Name ist Kev, natürlich. Und das ist unser erster Begleiter. Beziehungsweise erstmal unsere Rivale. Diesen jungen Mann, den kennst du hier, oder? Nein, natürlich kennst du ihn. Schließlich seid ihr von Kindesbein an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wie heißt er noch gleich? Ja, und wie allen meinen Let's Plays werde ich tatsächlich meinen Rivalen nach meinem besten Freund benennen. Wie immer eigentlich, dass ich das gemacht habe, wenn es die Möglichkeiten gibt. So, wird er auch in Let's Go Evoli Jan heißen. Ja, natürlich, das ist Jan. Wie konnte ich das vergessen? Ja, und hier läuft unser Evoli rum. Es ist Zeit für uns, Kev. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, Let's Go! Ja, und damit möchte ich euch erstmal ein herzliches Willkommen heißen bei Pokémon Let's Go Evoli. Wir reisen ein paar Jahre zurück. Pokémon Schwert und Schild sind, oder Schild und Schwert in der Reihenfolge sind abgearbeitet. Davor habe ich ja Let's Go Pikachu gemacht. Und jetzt geht's endlich weiter mit einem weiteren neuen Pokémon-Abenteuer. Pokémon Let's Go Evoli. Ich weiß nicht mehr allzu viel von diesem Spiel. Klar, ich kenne die Generation, klar, aus. Wir sind wieder zurück in Kanto. Aber, ja, was uns erwartet, mal schauen. Wir gehen auf jeden Fall mal rein. Für das, was ich euch angekündigt habe, geht jetzt endlich los. Ich weiß nicht, ob wir es endlich kriegen, ich hoffe es. Aber, wir schauen einfach mal. Na los, let's go. Da ist eine E-Mail von Jan in deinem Posteingang. Hey Kev, hier steht noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Lege den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem Mitknopf öffnest du das Spielmenü und kannst auf dein Spiel speichern. Wir sehen uns morgen, ja? Dein Jan. Okay. Hey, ich bin's. Bist du schon auf den Beinen? Ich komme hoch. Moin. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist du nicht ganz wach? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Lass komm, wir dürfen keine Sekunde ver... Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Ja, jetzt gerade. Wenn nicht, dann liest du die eben schon noch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Ja, weiß ich. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eislabor. Ja, seine Mail habe ich schon gelesen und ja, cool. Wir haben auf jeden Fall noch einen Switch hier noch.
Können aber irgendwie nicht den Fernseher anquatschen. Doch, können wir. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. So wie meine auch. Dann haben wir hier einige Bücher. Eine Evoli-Puppe in Pokémon Let's Go Pikachu. War es wahrscheinlich eine Pikachu-Puppe. Und auch übrigens dieses Poster. Das kommt uns tatsächlich bekannt vor. Bei Pokémon Rot und Blau gab es ja dieses Intro mit dem Gengar und dem Nidorino. Und darauf soll dieses Poster auch, ja, ein bisschen drauf abzielen. So, okay, dann gehen wir mal runter. Es läuft gerade ein Film. Vier Jungen laufen auf den Bahnschienen. Aber es ist Zeit aufzubrechen. Allerlei Geschirr wurde vorhin säuberlich in den Schrank eingeräumt. Unsere Mutti, Kaffeetasse hat's aufstehen lassen. Da steht eine Tasse und ein Pokémon-Symbol. Okay. Oh cool, Byrapla. Topf. Du hast einen Blick in den Abfalleimer. Ist leer. Und was will Mutti jetzt von uns? Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Forster Eich? Jan wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Na, gucken wir mal. Und los geht's. Unser erstes Abenteuer hier in Kanto. Also dieser nächste Abenteuer in Kanto. Es ist eigentlich sogar schon das dritte. So, dann gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Falls hier noch irgendwas Wichtiges ist. Es könnte ja irgendwo noch was rumliegen. Was wir übersehen haben. Erstmal quatschen wir hier mit diesem Herrn. Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit einem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Ja, genau, mit Pokémon Go könnt ihr das übrigens machen. So, hier diese Route, die können wir noch nicht angreifen. Das dauert noch eine ganze Weile, bis wir das irgendwann mal können. Aber wir werden das auf jeden Fall noch tun. Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Ja. Okay. Gut, dann haben wir hier scheinbar Haus von Jan. Da wollen wir noch mal kurz reingucken. Hallo, Kev. Mein kleiner Bruder war auf dem Weg zu dir. Habt ihr euch einfach verpasst? Dabei meinte Jan doch, dass ihr zusammen zum Professor Eis Labor gehen wolltet. Ja. Okay. Da können wir noch nicht gerade was machen. Geschirr. Naja, immer. Der Fernseher ist aus hier. Ein Bild. Haha, ein Foto von Jan, okay. Und die Karte. Hier, Kanto. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt los. Oh, da oben ist Professor Eich von einigen Taubsiegen gewahr. Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsiegen etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Okay. Oh, sieh einer an, wenn das mal nicht Kev ist. Ach stimmt ja, ich hatte versprochen, dir und Jan euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass es doch gleich zum Labor gehen. Was? Na sowas. Oh, wie cool. Ein Evoli. Dürfen wir das jetzt fangen, oder was? Ein wildes Evoli erscheinen. Professor Eich. Oh, wie ungewöhnlich, dass hier ein Professor ein Evoli rumtreibt. Du sollst sie wieder nutzen und dir suchen, das Pokémon zu fangen. Du musst negozieren und einen Pokéball auf werfen. Richte deinen Joy-Con-Konsole horizontal in Richtung des Pokémons auf dem Bildschirm aus. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf, um Zielen auszuwählen. Schwinge nur den Joy-Con, um einen Pokéball zu werfen. Achte mal auf deine Umgebung, wenn du den Joy-Con schwingst. Ja, perfekt. Hat funktioniert. Und Evoli gehört uns. Klasse, Evoli wurde gefangen. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass es dein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokémon nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Huch. Das ist aber ein lebendiges Kerlchen.
Warte doch, komm zurück. Professor, kannst du mir erklären, warum da einmal drei Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, es sind was noch zwei. Da steckt ein kleiner Ausreißer, also, hm? Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Kev eben gefangen hat. Was? Echt? Was? Man gab es allein Pokémon gefangen? Boah, geil. Boah, habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Los, Kev, heb den Pokéball auf und halte ihn ganz fest in deiner Hand. Ja, das dürfen... Achso, wir müssen... Hier. Da nehmen wir eben uns den mittleren. Wir wollen sehen, wo die haben, auf jeden Fall. Haha, wie cool. Und es möchte tatsächlich wohl mit uns mitgehen. Du hast Evoli also ein erstes Pokémon erhalten. Das ist ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du mir einen Spitznamen gibst? Nein, wir wollen dir wohl keinen Spitznamen geben. Aber es kommt jetzt hier und es wird auch unser Team Pokémon bleiben. Ich nehme das Pokémon hier, Professor. Und Janel Pikachu. Genau, unseren Gegenpart im Pokémon Let's Go Pikachu. Haben wir ja Pikachu am Anfang gekriegt, genau. Jetzt will ich wissen, was das letztlich eigentlich ist. Das ist ein Pokéball, daran befindet sich ein Pokémon. Ja, toll. Ich dachte mir, es gibt was Schönes. Okay, dann geht's los. Wir wollen wahrscheinlich... Oh, einen Moment mal. Eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr der richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnimmt. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr euren Abenteuer begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Kev und Jan, diese beiden Exemplare schenke ich euch. So, wir halten ein Pokédex von Professor Eich und unsere Rivale ebenfalls. Die gesamten Daten des Pokémon erfasst der Pokédex. Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich habe schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Die Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass die zwei meine Träume verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir die Geschichte schreiben. Also, macht euch auf den Weg, das Abenteuer wartet auf niemanden. Unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf der Reise so viele Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mache mich mal gleich auf die Socken. Wir sind jetzt bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. Ja, genau. Das ist es halt schon. Unser eigenes Abenteuer kann jetzt hoffentlich beginnen. Oh, das ist ein süßes Pokémon. Das hat ja bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz allein gefangen? Boah, da bin ich sprachlos. Wie heißt das Kleine? Ah, Evoli, wirklich niedlich. Puh, ist ja ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich hier das für dich aufbewahrt. Eine Karte. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. So, okay. Dann können wir jetzt unser Abenteuer starten. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann machen wir uns über die Route auf, eins auf. Wir einfach versuchen, alle Pokémon so weit wie möglich zu fangen. Ja. Bis dann, ne?